Catrice ist eine der beliebtesten Marken in der deutschen Drogerie und ich zeige euch die beliebtesten Produkte und meine Favoriten. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid fit und hattet einen schönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann. Wir gehen direkt in die nächste Runde und zwar hat Catrice die letzten Jahre so eine kleine Veränderung durchgemacht. Und ich wollte euch meine, aktuell stehen hier 6 Produkte vor mir, die meine absoluten Favoriten sind und die meiner Meinung nach ihr Geld wert sind. Wir haben alte Favoriten und Teile der neuen Kollektion und ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr euch fragt, Maxim, warum sieht denn Dekolleté so strahlend und schön aus? Ja, was soll ich dazu sagen? Bleibt einfach die nächsten Wochen ganz gespannt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte ja neulich das Maybelline-Video schon gemacht und es hat euch sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank also auch dafür an dieser Stelle. Heute kümmern wir uns um Catrice, denn Catrice ist, glaube ich, offensichtlich, ist so eine Love-Brand von mir gewesen und auch immer noch. Wir haben viel gemeinsam geschafft in der Drogerie und auch eine ganz tolle Bindung immer gehabt. Und dieses Jahr war das erste Jahr, wo das Sortiments-Update schon wieder so ein bisschen was anderes war. Ne? Also die Grenzen zwischen Essence und Catrice sind so ein bisschen verschwommen. Der Fokus liegt meiner Meinung nach eher immer auf den LEs und das Standardsortiment ist so ein guter Klassiker. Viel mit Produkten, ähnlich auch wie bei Maybelline und L'Oreal. Fokus, Lippen und Augen und weniger auf die Base. Einige Base-Produkte sind aber rausgekommen und ich habe hier 1, 2, 3 auf jeden Fall schon hier. Die kennt ihr vielleicht schon. Falls nicht, sind das sehr, sehr gute Produkte, die ihr euch gerne einmal anschauen könnt. Bevor wir mit dem Make-up starten, wollte ich mit euch über die Hautschutzbarriere einmal sprechen. Denn ihr wisst es, ich habe es euch seit letztem Jahr im Sommer schon gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Hautschutzbarriere dieses Jahr umso wichtiger wird. Und aktuell findet ihr bei Yipoda ein ganz, ganz tolles Set, mit dem ihr eure Hautschutzbarriere wieder aufbauen könnt. Wenn eure Haut schnell mal so aussieht oder mal so aussieht, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass eure Hautschutzbarriere geschädigt ist. Und wenn eure Hautschutzbarriere geschädigt ist, können Bakterien und Verunreinigungen in eure Haut eindringen und diese Entzündungen hervorrufen. Eure Haut kann sich nicht selbst so gut heilen. Und Yipoda hat ein Set mit den beliebtesten Produkten und mit den effektivsten Produkten dafür einmal zusammengestellt. Unter anderem mit meinen Favoriten, dem Mist Have, welches euch einfach so einen richtig schönen Feuchtigkeitsboost gibt. Nutze ich jeden Tag, egal ob als Fixing Spray, als Base Spray, als Primer, als Skincare Spray, bevor ich weitere Schritte mache. Und dann im Anschluss mit dem Repair Hero. Der ist einfach vollgepackt mit Niacinamiden und Probiotika, die wichtig sind, um diesen Mikrobiomfilm, Mikrobiom-Hautschutzbarriere, gehört zusammen, das aufzubauen. Und somit könnt ihr eure Hautschutzbarriere wieder aufbauen. Und dann gibt es natürlich 2 ganz, ganz tolle Cremes, die einfach nochmal dafür sorgen, dass ihr Ceramide mit an eure Haut packt, die ebenfalls dafür sorgen, dass die Hautschutzbarriere aufgebaut wird. Wir haben die The Make My Day Cream, die ist perfekt für den Tag, oder die Midnight Magic Cream. Ihr könnt aber auch die Midnight Magic Cream tagsüber benutzen, wenn ihr vielleicht eine sehr, 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 sehr trockene Haut habt. Ihr könnt die Cremes natürlich auch kombinieren. Wenn ihr sagt, ihr habt beispielsweise hier in dem Bereich einfach eine super trockene Haut, dann nehmt ihr die Midnight Magic Cream dort und vielleicht auf der T-Zone die Make My Day Cream. Und zusätzlich ist da auch noch die The Ice Cream mit drin, die Slow Aging pflanzenbasiertes Snail Mucin, also diesen Schneckenschleim, der ja sehr effektiv in der Korean Skincare ist. Aber Yipoda ist natürlich vegan und cruelty free, deswegen haben sie ein Pendant in vegan dazu gefunden, welches sie dort mit reingegeben haben. Das ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Ich benutze die Creme auch immer nur abends, weil sie sehr, sehr reichhaltig ist. Einfach wie so eine dicke Augenmaske auftragen und am nächsten Tag wacht ihr mit einer wunderschönen, feuchtigkeitsversorgten, frischen und glowy Haut auf. Und wenn ihr auch vielleicht die Probleme habt mit eurer Hautschutzbarriere, dann schaut einfach gerne mal unten in der Infobox vorbei. Ich verlinke euch dort alles, was ihr wissen müsst. Und wir machen direkt weiter mit Catrice. Was recht neu dazugekommen ist, ist das Skin Glaze Hydrating Serum Primer Mäuschen. Das erinnerte mich so ein bisschen an das Hygen von Natasha Denona. Es ist ein sehr, sehr wässriges Produkt. Ihr seht es, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und hinterlässt so einen ganz leichten Holo-Look. Das hatte mich bei dem Sortiments-Update, vielleicht habt ihr das schon gesehen, falls nicht, ich verlinke euch das an meiner Ecke, so ein bisschen genervt. Bin nicht so der größte Freund von diesen ganzen Holo-Sachen. Hier in dem Primer-Produkt gar kein Problem, weil das einfach
durch diese verschiedenen Farben den Hautton auch so ein bisschen beruhigt und ein bisschen gleichmäßiger macht. Das ist ein sehr feuchtigkeitsspendendes Produkt. Es ist so ein leichtes Hybrid zwischen Skincare und Make-up. Um richtige Priming-Eigenschaften zu haben, ist es dafür zu schwach. Dafür habe ich noch ein anderes Produkt. Das könnt ihr euch gerne mal mit anschauen. Das hat, hier steht es hinten mit drauf, 0,5% Squalane auch mit drin, die super, super feuchtigkeitsspendend sind. Das braucht ein kleines Moment, um einzuziehen. Ich gebe mir das auch sehr, sehr gerne auf die Lippen oder unter die Augen. Einfach an die Stellen, wo ich eine sehr, sehr trockene Haut habe. Das würde ich aber nicht als Primer bezeichnen, sondern eher als Primer, wenn ihr wisst, was ich meine. Also um den Primer und um das Make-up einfach frisch zu machen. Und das habe ich in den letzten Monaten auch einfach vermehrt probiert, euch mitzugeben. Wenn ihr mehr Produkte ohne Farbe benutzt, bevor ihr Produkte mit Farbe benutzt, sehen diese Produkte dann ein bisschen schöner aus. Die Haut sieht einfach frischer aus und am Ende des Tages braucht ihr auch nicht so viele Produkte mit Farbe auf der Haut, was natürlich dafür sorgt, dass das Make-up viel natürlicher aussieht. Das nächste Produkt, und das ist ein Produkt, was meiner Meinung nach niemals aus dem Sortiment gehen darf, ist der Tensational Primer. Das ist seit Jahren ein Favorit von euch, von mir und deshalb wahrscheinlich auch schon so lange in der Drogerie. Ich habe eben extra nochmal nachgeschaut bei DM in der App. Da ist er verfügbar, online und auch bei mir zumindest in der Filiale. Aber das ist so ein super Produkt. Das kann alles. Das soll primen, das soll Feuchtigkeit spenden, gegen Fältchen, einen natürlichen Glow, Anti-Umweltverschmutzung, Antioxidation, porenminimierend, den Hautton ausgleichend, weichzeichnend und soll einen Lichtschutzfaktor von 15 haben. Kennt ihr meiner Meinung zu, ist Quatsch. Aber dieses Schätzchen ist ein Traum. Also das ist meiner Meinung nach eins der besten Produkte, die Catrice jemals rausgebracht hat. Ein Primer ist so ein bisschen peachfarben, ganz leicht, ihr braucht nicht viel. Den trage ich mir auf, der hinterlässt ein richtig schönes Gefühl auf der Haut. Er gleicht durch diese ganz leichte Färbung natürlich so ein bisschen den Hautton aus. Es kommt natürlich auf euren Hautton an, ne? Wenn ihr eine dunklere Haut habt, dann wird das nicht euren Hautton ausgleichen. Dann würde ich den vielleicht auch nicht unbedingt empfehlen, weil er natürlich doch so eine Deckkraft hat und das ganz schnell gräulich aussehen kann. Aber in den mittleren bis hellen Hauttönen ist das auf jeden Fall ein gutes Produkt. Ich meine, dass Özlem den auch als Favorit hat. Seit Jahren einfach schon Favorit. Die Haut, schaut euch das an. Ich habe noch keine Farbe im Gesicht und dann ist er drauf und die Haut sieht einfach so viel gleichmäßiger aus und er sorgt dafür, dass die Haut richtig, richtig schön die Foundation hält. Er wird nicht so richtig klebrig, aber er sorgt einfach für die perfekte Grundlage, dass das Make-up gut halten kann. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit der Base im Moment bei Catrice. Der Soft Glam Fluid Filter ist natürlich ein grandioses Produkt. Es gibt meiner Meinung nach aber bessere. Aber da wir jetzt bei dem Catrice Video sind, natürlich trotzdem mit rein, den Soft Glam Fluid Filter. Ich habe mal gehört, dass einige ihn nicht vertragen. Ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem. Aber welchen ich leider nicht vertrage, ist diesen hier von Rimmel, den Multitasker, den Better Than Filters Primer Highlighter Glow Booster. Den habe ich irgendwie komischerweise nicht vertragen. Deswegen kann ich ihn jetzt auch mitnehmen. Ich wollte aber nochmal eine Gelegenheit haben, um ihn euch zu zeigen. Ich habe bei dem bei dem Soft Glam Fluid Filter von Catrice absolut kein Problem. Ich empfehle euch, immer den Spatel zu nehmen und auf eurer Hand Produkt aufzutragen. Natürlich nur, wenn ihr frisch gewaschene Hände habt, ne? Sonst macht das keinen Sinn. Ihr könnt ihn als Primer benutzen, ihr könnt ihn als Foundation benutzen. Ihr kennt mich, ich mag es gerne, wenn wir eine sehr, sehr glowy Base haben. Der ist sehr glowy, ne? Also das muss man schon sagen, das geht recht schnell in die sehr, sehr glänzende Richtung. Deswegen ist er meiner Meinung nach sogar noch fast ein Stückchen besser geeignet, um ihn als Primer zu nehmen oder um einfach eine Foundation mit reinzumischen. Wenn ihr den als Foundation-Ersatz nehmen wollt, aber nicht so speckig aussehen wollt, probiert das mal so zu machen. Tragt den einfach auf, so wie ich jetzt mit einem Pinsel. Eventuell ist da sogar noch ein bisschen Foundation-Rest mit dran. Dann ist der Hautton schon mal sehr ausgeglichen. Was ich dann mache ist, ich arbeite punktuell mit Concealer. Unter den Augen, eventuell hier ein bisschen auf der Stirn, dort wo ich auch mehr der Kraft brauche. Und die Concealer sind meistens matt, beziehungsweise nicht glänzend oder nicht mit Schimmerpartikeln versehen. Dadurch sieht das Gesamtergebnis dann auch nicht mehr ganz so glowy aus. Ihr könnt das Ganze natürlich fixieren, was das Make-up auch wieder ein bisschen mattiert. Aber der Soft Glam Fluid Filter ist einfach eine Ikone und bin mir aber auch da so ein bisschen unsicher. Aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich dieses Jahr auch nicht so den Einblick mit gehabt bei Catrice, ob das Produkt jetzt schon wieder aus dem Sortiment raus ist. Vielleicht wisst ihr da ja ein bisschen was. Wie eben angekündigt, ich nehme jetzt einen Concealer, wie immer in meiner Tasche den Nonna Concealer, und bin damit ein bisschen grobflächiger jetzt, ne? Also an den Stellen, wo ich nicht unbedingt so viel Glow haben möchte, trage ich mir den einfach auf und verblende den einfach und habe dadurch ein sehr deckendes Ergebnis und spare nur die Stellen aus, wo ich auch gerne einen Glow habe und dann sieht das nicht mehr so wild aus, ne?
oder ihr mischt es einfach direkt mit einer Foundation. Ich hatte mir überlegt, welches Produkt ich zum Bronzen und Konturieren nehme und wollte eigentlich den Cream, Sun Cream irgendwas, den Soft Glam Bronzer nehmen, aber ich habe mich dagegen entschieden, denn im Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Produkt natürlich deutlich besser. Das ist die Magic Shaper Palette und die ist auf Instagram vor einigen Monaten so ein bisschen viral gegangen. Viele Make-up-Artists, also professionelle Make-up-Artists, haben die benutzt und waren damit sehr zufrieden. Ihr habt hier 6 verschiedene Farben mit dabei. 2 zum Bronzen, Konturieren, 2 Highlighter und 2 Blushes. Die Blushes sind sehr, sehr basic. Das sind aber Blushes, die in den letzten 3 LEs auch mit drin waren, so von den Farben her, ne? 1 pink, 1 orange, das sind einfach sehr beliebte Farben. Die Contour- und Bronzerfarben hingegen sind meiner Meinung nach aber wirklich spektakulär. Ich nehme einfach einen kleinen Pinsel und arbeite mir das Produkt hier hin und blende das dann nach oben. Es geht super schnell, es hält meiner Meinung nach sehr, 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 sehr gut, wenn man es gut aufbaut. Und man kann damit ja auch dieses Double Bronzing, doppelte fixieren. Also erst ein Cremeprodukt, hier auch so ein bisschen in die Augen. Ich arbeite auch lieber mit so einem kleinen Pinsel erstmal und blende das dann in die Foundation rein. Recht grobflächig und mit einem großen Pinsel blende ich das dann einfach nochmal alles aus und habe ein sehr schönes, nicht fleckiges, und das ist der Vorteil davon, Ergebnis. Das ist so ein Produkt, ich finde, das funktioniert und das ist eine ganz spannende Sache. Ich habe gelernt, Produkte funktionieren bei mir besser, wenn sie besser funktionieren ohne Make-up, weil dann weiß ich auch, dass sie mit Make-up meistens gut funktionieren. Ich nehme jetzt hier diesen roten Blush, mische so ein bisschen Pink mit rein, arbeite erst in die Hand, die sind nämlich sehr pigmentiert. Hier einfach ein bisschen rüber, um den Übergang zwischen Bronzer und Concealer zu verbinden. Zack, boom, sehr, sehr viel. Und gehe im Anschluss einfach mit einem Beauty Sponge nochmal rüber, um alles richtig schön miteinander zu verblenden. Und damit habt ihr einfach schon alles. Es ist sehr kompakt, ihr habt damit einfach viele Möglichkeiten und es sieht so, so schön aus. Ich weiß. Ich sehe, was ihr denkt. Maxim, du siehst aus, als wärst du aus dem Olivenölmeer emporgestiegen. Wir fixieren das Ganze. Ich benutze dafür einmal mal kurz mein geheimes Zauberpuder und wir sind gleich wieder da. Deckkraft ist drauf. Schaut's euch an. Sieht einfach super, super schön aus. Ein Produkt, welches ich jetzt nicht verwenden werde, ich wollte es euch aber trotzdem einmal zeigen für die Lippen, ist der Plumping Lip Liner in der Farbe Manhattan 069 Frankfurt. Ne? Das ist meiner Meinung nach einer der schönsten Lip Liner, neben dem von Art Deco, ein sehr, sehr schöner Kühler. Wobei, wir können ihn mal auftragen. Das Einzige, was ich daran nicht so gerne mag, ist das Plumping. Ich finde Plumping Lip Liner nicht so schön. Das ist eine wunderschöne Farbe. Die trocknen an und dann halten die einfach super, super gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen bei Plumping Lip-Lip-Linern stört, ist, wenn du keinen Plumping Lip Gloss nimmst, dann brennt dir einfach nur die Lippenkontur. Ne? Ich wollte aber über die Shine Bombs reden, weil die gerade auch so ein bisschen vermarktet werden, habe ich gesehen. Die sind sehr, sehr gut. Die sind, ich glaube, kosten fast die Hälfte von den Vinyl Inks. Bin ehrlich mit euch, sie funktionieren aber auch nur halb so gut wie die Vinyl Inks. Aber wenn man diese Textur einfach einmal kennenlernen möchte, sind die sehr, 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 sehr gut. Es gibt die in vielen Farben. Ich glaube, die liegen bei 4,99 €. Die Vinyl Inks, glaube ich, mittlerweile bei 10. Die Farbauswahl ist sehr, sehr gut und ihr habt einfach ein sehr, sehr schönes Finish. Meine liebste Farbe ist Tatsache die 040 About Last Night. Einfach ein wunderschönes Rot. Ich bin nicht noch einmal hier reingegangen. Ich habe so viel Produkt in diesem Pinsel. Bin zwar nicht der größte Fan von dem Applikator, weil er mir oben ein bisschen zu breit ist, aber die Textur, schaut's euch an. Das ist ein unglaublich schöner Rotton. Auch der fixiert sich jetzt, hinterlässt aber diesen Glow auf den Lippen. Und das ist einfach, ah, das ist so ein Meisterwerk der Make-up-Technologie, ne? Wir wollten immer entweder Liquid Lipsticks oder Lipgloss. Beides zusammen ging nicht. Geht doch. Mich kitzelt ein kleines Katzenhärchen an meinem Näschen. Übrigens, ne, ihr seht mich manchmal, ich probiere es manchmal mal rauszuschneiden, aber es geht nicht immer, wenn ich so mache oder so, dann popel ich nicht, sondern ich probiere mir ein Katzenhaar aus dem Bart zu ziehen. Ah, die kleinen Mäuse sind natürlich auch zuckersüß. Es fehlt aber noch was, und zwar sind das die Augen. Und da habe ich natürlich die Five in a Box Paletten. Die gibt's, glaube ich, immer noch. Mein Favorit ist die 10 Golden Nude Look. Perfekt. Ich starte mit der Farbe hier. Das ist so ein richtig schönes Kamelbraun. Und setze mir das in die Lidfalte. Die sind nicht nur unglaublich pigmentiert, sondern es sind meiner Meinung nach, ja doch, kann man sagen, die für den Alltag einfach perfektesten Produkte von Catrice. Lässt sich schnell und einfach auftragen. Gibt es in verschiedenen Versionen, alle recht clean. Vielleicht, ich glaube, es gibt mittlerweile sogar eine blaue oder so. Aber die habe ich nicht. Einfach auftragen. Guck mal, das würde ja schon reichen, ne? Zu dieser Lippe, vielleicht hier unten gleich noch so ein bisschen. Das Auge schattieren. Fertig. Ich gehe mit dem kleinen Pinsel auch gleich nochmal hier rein.
Setze mir das hier in die Lidfalte, um die einfach zu betonen. Blend, blend, blend. Komm, im Moment, so ein bisschen, das fand ich ganz süß. Unter einem letzten Video hat jemand kommentiert, dass sie sich freut, dass ich endlich mal wieder ein bisschen Lidschatten trage. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Na, also, wenn ich Lidschatten trage, dann einfach eine Farbe oder zwei Farben. Ich liebe Lidschatten, das macht einfach so viel Spaß. Und aufs bewegliche Lid gehe ich erst in den Goldton mit meinem Finger. Das ist ein sehr, sehr warmer Goldton. Und dann mit dem helleren Ton einfach nochmal rüber. Bisschen ausblenden. Schöner Abendlook. Schaut mal, wie doll dieser Schimmer auf den Augen leuchtet, ne? Und dann diese rote Lippe dazu. Spektakulär. Ich bin super gespannt, welche Produkte ihr vielleicht von Catrice habt, wo ihr sagt, die könnt ihr nie wieder missen. Schreibt das mir unbedingt in die Kommentare. Das sind meine Favoriten. Natürlich habe ich jetzt meine eigenen Produkte da nicht mit reingenommen, weil die nicht im Standardsortiment sind. Aber ich freue mich, von euch zu lesen, was eure Favoriten sind. Als kleine Erinnerung, schaut unbedingt bei Jeproda vorbei. Dort findet ihr aktuell das Set, um die Hautschutzbarriere wieder so ein bisschen zu unterstützen. Ich verlinke euch einmal unten alles in der Infobox. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.